herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mit Robin. Hallo. In Hannover in der Messehalle. Extrem cool, dass mein Namensvetter Philipp das mal wieder klar gemacht hat, dass wir nämlich heute ein bisschen fliegen dürfen mit diesem dezenten Gerät. Erstmal, ich finde es genauso cool, wie ihr das cool findet, dass wir solche Videos machen. Nein, ich finde es wirklich cool, dass ihr das feiert, dass wir auch mal andere Technik vorstellen können. Ne? Und genau deswegen heute hier nämlich auch fliegen können. So, im letzten Video hatten wir euch das Ding ja schon vorgestellt. Der ist jetzt soweit flugfertig. Genau, jetzt müssen wir die Akkus alles noch ranstecken. Getankt ist er schon. Getankt haben wir schon. Und alles soweit vorbereiten, dann können wir eigentlich schon loslegen. Und du sagst hier in der Halle, was sind das, so 20 Meter oder so? Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Wir können auch tief damit fliegen, ja. Das heißt, das ist jetzt aber auch eh nicht so ein Show-Hubschrauber, sage ich jetzt mal. Sondern, also draußen kann man den schon gut bewegen, sagen wir es mal so. Aber hier drin ist Vorsicht. Ja. Nicht, dass ihr euch wundert, was das hier ist. Das ist wieder mal die 360-Grad-Kamera von Cam4 Pro. Natürlich wird die in diesem Moment nicht 360-Grad filmen, aber es könnte ganz cool sein, wenn Robin das Ding gleich fliegt und Maxi den Hubschrauber filmt, dass ich so ein bisschen Robin dabei beobachten kann mit der Kamera, was er da eigentlich so macht. Dürfen wir uns unterhalten oder bist du so konzentriert, dass da... Unterhalten können wir uns schon. Geht? Ja, das kriegen wir hin. Okay, wir hatten ja eigentlich vor, dass ich das Ding auch mal selber versuchen kann zu fliegen, aber das geht damit auf gar keinen Fall. Ne? Genau, das können wir wenn draußen irgendwann mal machen. Nochmal im anderen Video vielleicht. Also würde ich auf gar keinen Fall hinkriegen wahrscheinlich. Ne? Wir können es probieren dann. Ah, nee. Wir nehmen lieber einen einfacheren, würde ich sagen. Okay, das heißt jetzt als erstes wie beim letzten Mal wieder Turbine. Jetzt erstmal wieder die Haube runter, Akkus erstmal zusammenstecken. Dann für die eine Zusatzfunktion noch den Akku ranmachen. Mhm. Und dann, ja. Geht's los. Haube drauf und dann können wir loslegen. Ja, Attacke. Ich bin gespannt. Das heißt, irgendwie so warm laufen lassen braucht man so eine Turbine gar nicht, ne? Nee. Also man fährt die halt hoch und dann, wenn sie die Betriebsdrehzahl hat, dann fängt hinten die Lampe an zu blinken. Mhm. Dann weiß man, dass die Rotorblätter auf der bestimmten Drehzahl sind und dann können wir schon starten, ja. Wann bist du das letzte Mal geflogen? Mit dem das letzte Mal, oh Gott, vor 3 Wochen, glaube ich. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie so vor einem halben Jahr oder so. Aber 3 Wochen ist jetzt ja auch nicht so lange her. Nee, da hatten wir noch ein paar Einstellungen gemacht. Aber das heißt, du bist zwischendurch auch andere Hubschrauber schon wieder geflogen? Genau. Da haben wir so kleine, wo so... Hast du jetzt hier in der Fernbedienung irgendwelche Voreinstellungen für den Hubschrauber drin? Genau, ich habe jetzt hier verschiedene Modelle halt drin. Mhm. Kann man unter Modellwahl gehen und dann hat man hier für jedes Modell einen einzelnen Speicherplatz. Das heißt, da sind so die Grundwerte schon einkonfiguriert? Genau. Also jetzt nicht nur den Sender, dass er auch weiß, das ist jetzt der Hubschrauber, sondern das, was du zum Fliegen so an Einstellungen brauchst. Ja, das für jedes Modell einzeln eingestellt. So, jetzt einmal die Akkus zusammen machen. Du kennst das Ding auch gar nicht, Maxine? Nee, nur aus dem Video. Schade ist, dass der keine Kamera dran hat, ne? Ja, das stimmt. Also wir müssen unbedingt auf jeden Fall noch mal einmal so ein Video machen mit dem Hubschrauber, wo die Kamera drin ist, dass man das gleichzeitig auf der Brille sehen kann. Mhm. Ne? Das sind, glaube ich, krasse Aufnahmen. So eine Drohne würde ich auch gerne machen. Mhm. So, okay, das heißt, das ist jetzt für dich ein relativ einfaches Fliegen. Genau. Oder wie würdest du das jetzt so vom Schwierigkeitsgrad her und so weiter? Dadurch, dass du jetzt keine Looping und nichts machen willst? Also man muss schon trotzdem ziemlich präzise alles. Man muss jetzt hier in der Halle zum Beispiel auch drauf achten, dass man nicht zu hoch fliegt, dass man nicht zu weit weg geht. Also hier ist schon... Fliegt tendenziell ein großer oder ein kleiner Hubschrauber einfacher? Jetzt vom Rotordurchmesser her. Ein größerer ist immer Träger. Träger, also, okay. Manche mögen so und manche so. Also, aber ist jetzt nicht so, dass der größere sich selber besser stabilisiert oder so? So gesehen nicht, nein. Okay. Da möchte so ein kleiner, wenn da jetzt ein Windstoß kommt oder so, möchte der schneller irgendwo hin. Mhm. Da ist so ein großer schon ein bisschen stabiler, aber an sich nicht, ne. Das ist nur für die Haube noch zum Festmachen. Ja, das war's auch schon. Jetzt können wir loslegen. Jetzt wieder das Piepen, was wir immer hatten. Jetzt sagt der Sender gerade Startturbine. Jetzt geht's los.
Ah, oh, man riecht schon, riecht ein bisschen nach Grillen. Ja. Guckt da so mutig einfach im Kopf schon mal rein. Jetzt kommen gleich wieder die Flammen raus. So, und jetzt ist die Turbine schon auf Drehzahl, aber... Jetzt haben wir gerade die Standdrehzahl so gesehen von knapp 35.000 Umdrehungen. 35.000 Umdrehungen, okay. Und das heißt, wenn du jetzt die Turbinendrehzahl anhebst, in dem Moment schaltet sich automatisch der Rotor ein? Genau, dann schaltet die Kupplung ein und dann fängt an hochzudrehen. Okay. Jetzt gehen wir ein Stück zurück. Maxi, du musst auch ein bisschen hier. Jetzt habe ich den Schalter nach oben gelegt. Mhm. Ja, und das sind jetzt auch schon 95.000 Umdrehungen. Ja. Alter, kommt aber ganz gut Wind hier hinten an sogar, ne? Ja. Aber das Ding klingt ja tatsächlich schon so ein bisschen wie so ein großer Hubschrauber, ne? Also man kann schön auch vom Geruch her und allen sagen, kommt hier nicht rein. Sehen die, ne? Ich finde es Wahnsinn, wie der dann doch noch so einigermaßen langsam, mehr oder weniger ganz ruhig auf der Stelle so steht. Ne? Das mache ich alles mit meinen Händen. Ah, okay. Gucken, ob wir das hier so ein bisschen drauf kriegen. Das heißt, wenn du jetzt beide Daumen wegnehmen würdest, würde der sofort abstürzen. Dann würde der irgendwo hingehen und dann abstürzen. Genau. Das ist aber eigentlich krass, weil es sieht so ruhig aus dafür, dass es dann doch so ja, heftig ruhig fliegt. Ne? Aber das ist dann am Ende die Erfahrung. So, dann mache ich jetzt mal die eine Zusatzfunktion. Ja. Nicht erschrecken. Oh, war doch ein bisschen lauter als gedacht. Also das war richtig, das waren so, was waren das, 12 Schuss Raketen? Oder 14 Schuss waren das. 14, krass, ja. Da hätte ich jetzt noch vorne, habe ich so ein kleines MG dran. Ja. Das ist nicht ganz so laut. Ja, die kannst du einzeln schießen. Genau. Ja, kriegt auf jeden Fall, kriegt man da Lust, das selber auch mal so zu testen. Das geht schon, ja. Auch so mit den Lampen dran und so sieht das schon echt krass reell aus, ne?
Jetzt blinken alle Lampen. Siehst du auch auf der linken Seite eben, jetzt ist die Lampe aus. Ja, eben war die noch grün, ne? Genau, jetzt sind sie aus. Jetzt bedeutet das, dass der Tank leer ist, dass ich landen muss. Oh, doch, so schnell. Krass, okay. Der würde jetzt aber nicht automatisch landen, falls Tank leer. Nee, okay, also ist schon ein bisschen aufpassen angesagt. Jetzt lässt man sie noch mal ein bisschen in der Standdrehzahl, damit sie da noch mal ein bisschen nachkühlen kann. Und gleich, wenn ich ausmache, dann fängt sie eh noch mal an nachzukühlen. Dann kühlt sie die ganze Zeit. Ist so ein Kühlprozess drin, im Steuergerät direkt hinterlegt. Wenn ich sie jetzt ausmache. Irre. Also ich muss sagen, Robin untertreibt ja immer gerne, wie gut er eigentlich fliegen kann. Ne? Und ich denke mal, gerade was wir so zum Schluss gesehen haben, dass das Ding wirklich so 20, 30 Zentimeter über dem Boden fliegt, ist wahrscheinlich schon... Das ist somit das Spiel, also schon recht schwierig, dass du immer auf einer Höhe bleibst. Ja, genau, viel schwieriger. Ja. Auch gerade bei dem großen Ding, wenn das anfängt so ein bisschen zu kippen, ne? Ja. Bist du natürlich auch schneller mal im Boden drin als mit so einem kleinen Hubschrauber. Ja. Ne? Dass man schon schneller mal mit einem Rotorblätter am Boden, ja. Ja, das war auf jeden Fall schon mal cool. Nee, das war auf jeden Fall dieses Riesending. Vor allen Dingen, was waren das? Knapp 25 Kilo, glaube ich, ne? 20 Kilo? Nee, knapp 20. Also knapp 20 Kilo. So 16, 17 Kilo. 16, 17 Kilo, die so ruhig in der Luft zu halten, sieht immer einfach aus, als es ist, ne? Ja. Okay, Robin hat aber noch ein zweites Fluggerät mitgebracht und das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, das sieht ja schon deutlich sportlicher aus irgendwie, ne? Genau, das sind so die Anfangshubschrauber, wo viele mit anfangen. Oder halt, wo die Profis dann halt auch so Kunststücke. Auch geil. Anfänger-Hubschrauber oder für Profis? Je nachdem, wie viel Drehbezahl man hat, fliegt und alles, je nachdem, wie sie eingestellt sind. Das ist jetzt Elektro. Genau, das ist ein Elektro. Das ist also der größte Unterschied zu dem anderen, ist klar, halt Elektro und Benziner. Genau, der hier hat eigentlich mehr Leistung, als er eigentlich braucht für das Gewicht. Das heißt, man kann auf dem Rücken mitfliegen oder irgendwie sowas. Das heißt, der Motor ist größer. Also größer als er eingesammelt ist. Genau, so gesehen schon, ja. Und gibt es sonst noch irgendeinen Unterschied zwischen dem und dem anderen, was jetzt so Fliegen an sich angeht, Steuerung oder schon prinzipiell vom Grundprinzip her gleich? Vom Prinzip her ist alles gleich eigentlich. Mhm. Aber krass, was wiegt so ein Ding mittlerweile? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, so 4,5, 5 Kilo. Ich hätte auch 3, 4 Kilo oder so getippt. Ne? Akkulaufzeit mit dem? Ungefähr. Das kommt darauf an, wie lange man, oder wie man fliegt. Es kann von 2 bis 10 Minuten sein. Ah, okay. Halt entweder also, man hat eine hohe Drehzahl, halt weniger. Oder halt, wenn man entspannt nur so schwebt und so rund fliegt wie eben mit dem Großen, dann kann es auch schon mal so mehr sein. Ich überlege, ob wir euch jetzt mal so ein bisschen die Grundprinzipien beim Fliegen erklären. Aber das ist wahrscheinlich einfacher dann mit dieser Schüler-Lehrer-Methode. Genau, ne? Okay, das heißt, wenn du auf Wettbewerbs fährst, hast du meistens so einen dabei. Also wenn du so Showfliegen machst. Nee, dann habe ich so einen Großen dabei. Den Großen, okay. Genau. Das hier ist eigentlich so, die habe ich nur für zu Hause zum Spaß haben für nebenbei. So. Die Fun-Klasse. Ja, genau. Obwohl du mit denen deutlich mehr, ich sag jetzt mal, Kunststücke machst als mit dem anderen. Ja. Gibt es aber auch Wettbewerbe, die, wo es auch so Kunststücke drauf ankommt? Das gibt's auch, ja. Die gibt's auch, okay. Sogar mehr als die anderen. Geht das hier drin überhaupt oder ist das? Ist schon recht klein, ja. Also man kann nicht alles machen, aber schon einiges bestimmt. Ihr werdet euch nämlich gleich auf jeden Fall wundern, wie schnell das Ding ist. Oder ich sag mal, agil ist, ne? Ja. Weil das ist schon noch schon mal was anderes. Ne? Okay, wie läuft das hier? Auch ganz normal, dass der Motor hat auch eine Grunddrehzahl, muss genau. Erstmal hochfahren. Ist jetzt genau, nicht wir so haben eine Grunddrehzahl. So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Umdrehungen. Ich glaube, knapp 2000 fahren, also ein bisschen drüber. Und danach verändern wir die Höhe nur über die Pitch. Also die Drehzahl bleibt gleich und dann nur durch die Rotorblattverstellung. Ah ja, das heißt, egal welches Manöver du fliegst, ist immer gleich. Genau. Und also ich kann sie verstellen, jetzt zum Starten habe ich eine geringere Drehzahl und dann im Flug mache ich sie höher. Ist das für dich jetzt so ein bisschen so, wie als wenn man sich in verschiedene Autos reinsetzt, dass du dich erstmal dran gewöhnen musst, das Ding zu fliegen? Oder ist so kann man das schon sagen, ja. Also merkt man schon sofort in den Fingern so den Unterschied, wie das genau, Ding fliegt? Der ist ein bisschen agiler jetzt zum Beispiel, dass er schneller um die Ecke will oder sowas. Okay, ich würde sagen, wir starten den mal und vielleicht kannst du ja so zumindest so ein, zwei Sachen mal zeigen, wie du halt hoch und runter fliegst. Das kriegen wir hin. Bevor es gleich so richtig losgeht hier. Ah, es riecht immer noch ein bisschen nach Grillen hier, ne? Ja. Oh, richtig Hunger, ey. So. Jetzt habe ich wieder einen Schalter umgelegt. Jetzt erhöht er gerade die Drehzahl. Ah.
Jetzt habe ich am linken Hebel oder am linken Knüppel, wenn ich jetzt nach oben, dann geht der Hubschrauber nach oben. Weil du bewegst sogar minimal den Daumen, ja, ne? Das ist ja wirklich, also ich sehe noch nicht mal, dass er einen Daumen bewegt hier fast. Dann, wenn ich am linken Knüppel den nach links mache, dann geht der Hubschrauber um eigene Achse so. Moment, so. Aha. Das greift von langsam bis hin ganz schnell. Okay, was? Am rechten Knüppel. Ja, den rechten sieht man wieder die ganze Zeit leicht, genau, so damit mit dem Daumen. Damit mache ich die Taubenscheibe, also so rechts, links. Das ist rechts, links, okay. Und das vor und zurück. Okay, das heißt, okay, jetzt vielleicht so besser gesehen. Links, rechts, mhm, vor und zurück. Das heißt, das muss man ja auch erstmal so, ich sag jetzt mal, schnell realisieren. Also du siehst ja, was der Hubschrauber macht, ja, dass du in dem Moment überhaupt auch richtig am Hebel. Und dann kommt ja auch immer noch dazu, dass du ja nicht immer aus der gleichen Perspektive auf den Hubschrauber, ja, drauf guckst. Ne? So muss ich jetzt zum Beispiel wieder umdenken, die ganze Zeit jetzt. Genau. Jetzt ist ja genau umgekehrt, wie wenn er wegfliegt. Ne? Ja. Krass, okay. Ich glaube, das ist auch was definitiv nicht jeder kann. Genau. So, wenn man da so gar keine räumliche Vorstellung hat, ist das, glaube ich, schon schwierig. Ja. Ist das jetzt gerade aber Akku sparen oder, genau, geht der Akku? So ist Akku sparen. Okay. Das Akku sparen, jetzt kann ich hier den Schalter umlegen. Jetzt ist die Drehzahl noch höher. Ah, hört man auch, ja. Okay. Und jetzt kann man zum Beispiel so. Wow. Jetzt ist er mal auf dem Rücken. Das heißt, wenn er jetzt auf dem Kopf ist, musst du nochmal wieder einer umdenken. Jetzt muss ich alles wieder umdenken. Genau, ne? Nochmal alles wieder umdenken. Rasenmäher gleich hier. Ja, vor allem, wenn man seine Finger dabei beobachtet, das ist jetzt nicht so, dass du da Zentimeter an Bewegung machst, ne? Sondern, ja, das ist ja schon so ein bisschen mehr, ja, aber alles halt wirklich durchdacht. Minimal so, ja. Okay, das heißt, der kann sich nach vorne und hinten um die eigene Achse drehen, genau, also kein Looping quasi. Ja. Geht das theoretisch auch zur Seite, dass er eine seitwärts Rolle macht? Das könnte ich auch machen, indem ich einfach... Wow, okay, ja. Die Windgeräusche sind auf jeden Fall witzig. Ist es schon mal vorgekommen, dass du selber relativ nah an dich selber geflogen bist? So? Also ich halte mal einen gewissen Mindestabstand. Aber kann ja mal bei so einem Manöver geht das ja schon. Das Ding ist ja so agil und hat so schnell 10 Meter hier in der Halle, ja, gemacht. Ne? Jetzt müssen wir auch schon landen. Ist es schon landen? Ist der Akku schon leer? Ja, jetzt habe ich den Motor ausgestellt. Jetzt. Krass, okay. Aber dann ist so ein Akku doch relativ schnell. Genau, das sind halt auch nicht ganz so große Akkus. Mhm. Da haben wir jetzt eine Kapazität von 4500 mAh nur. Mhm. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wenn du das Ding nicht gerade hier in der Halle fliegst, kann man da nochmal ganz anders mitfliegen. Ne? Auch gerade so, was so Höhe angeht und so, ja, weiter. Ne? Da kann man nochmal eine Schippe drauflegen, dann kann man nochmal höher fliegen. Es sah auch so aus, als wenn das Ding eigentlich gar nicht so langsam ist. Ne? Ich glaube, wenn man da so richtig Schwung holt. Also man kann schon ziemlich schnell mit dem werden, ja. Was fliegt der ungefähr? Der, boah, schwer zu sagen. Aber so 100 oder so bestimmt, ne? Ja, das schafft er schon, ja. Krass. Okay, als Ex-Modellbauer habe ich jetzt natürlich auch den Reiz, so ein Ding mal zu fliegen. Beziehungsweise, wie war das? Wir fangen erstmal nur mit einem halben Hebel an, um es mal so, genau, rum zu sagen, ne? Ja, mit einer Funktion fangen wir an. Zum Beispiel jetzt die Höhe erst, mhm, dass du ein Gefühl dafür kriegst, dass du die Höhe halten kannst. Mhm. Danach fängt man jetzt zum Beispiel mit dem Heckausleger an, mhm, dass man anfängt, den so zu drehen. Genau. Und da hält immer Funktion für Funktion dazu. Aber du behältst das Ganze noch mit deiner Fernbedienung, genau, auf jeden Fall. Wir haben zwei Fernbedienungen. Dann kann ich hier den Schalter ziehen. Das ist extra so ein Taster nur. Ja, dann kann, ja, ich den in einem Notfall loslassen. Ja. Und dann habe ich die ganzen Funktionen wieder bei mir. Das heißt, wenn ich dann kann Robin schnell retten. Das Ganze machen wir auch mit dem Hubschrauber oder mit dem anderen? Das kann man mit dem machen oder auch mit dem anderen. Das, mhm, ist eigentlich recht. Ich nehme den, der am einfachsten fliegt. Ja, cool. So viel mal wieder zum Thema Modellbau bei uns auf dem Channel. Ich denke mal, das war auf jeden Fall amüsant und wir haben auf jeden Fall ein paar coole Aufnahmen. Extrem krass, wie du die Dinger fliegst. Danke. Meinen Respekt hast du auf jeden Fall. Und ich freue mich drauf, wenn ich das Ding vielleicht demnächst sicher wieder landen werde. Hoffentlich bald. So, das war's. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich dann probiere, das Ding zu fliegen. Ciao. Ciao.